Ich bin 40 Jahre alt und habe fast die Hälfte meines Lebens mit Nina verbracht. Wir haben zwei Kinder, zwei Fernseher, zwei Wasserschildkröten. Und zwei ziemlich unterschiedliche Vorstellungen davon, wie unsere Leben weitergehen sollen. Darum haben wir ab heute auch wieder zwei verschiedene Wohnungen. Aber wir kriegen das hin. Ganz erwachsen. Ohne Streit. Nee. Die Coldplay gehören mir. Nee, die hast du mir geschenkt. Was? Ja. Hier, die letzten kannst du haben. Die finde ich aber scheiße. Warum ist das eigentlich so bei den meisten Bands? Die erste Platte, die ist aufregend, neu und sexy. Dann kommen noch ein, zwei richtig gute, wenn man Glück hat. Und danach ist eigentlich alles nur noch ein müder Aufguss. Man wartet und hofft, aber dieser erste Kick, der kommt nicht wieder. Du bist jetzt nicht sentimental, oder? Ich? Pff, bitte. So eine Trennung ist doch heutzutage kein Riesending mehr. Außerdem sind wir ja erwachsen und haben eine Abmachung, ne? Genau. Das wird die harmonischste Trennung aller Zeiten. So sieht's aus. Ja. Gut, das war's. Tja. Mach's gut, Eta. Du auch. Achso, na klar. So. Hilft jemand beim Tragen? Das brauche ich nicht. Die ersten Schritte in mein neues Leben, die möchte ich allein machen. Wenzel. Ja. Nicht, dass Peter noch denkt, das wäre nur vorübergehend. Das denkt er nicht. Da war ich deutlich genug. Ich lasse jetzt ein bisschen zappeln und ein, zwei Wochen halte ich das hier prima aus. Ja, und dann? Ja, wie und dann? Dann gibt's Versöhnungsex und ich ziehe wieder rüber. Glaube ich. Hast du ihm gesagt, er soll sich eine Wohnung suchen? Natürlich. Das macht er auch. Entschuldigung. Ja, man sollte den Ex nicht so vor der Nase sitzen haben. Den Ex? Das klingt. Ja, du solltest dich so schnell wie möglich daran gewöhnen. Ihr Mann wird Augen machen. Pass auf, Peter ist Vergangenheit. Hast ja recht. Dieses Kleid, das hat doch wirklich auf sie gewartet. Was ist, wenn Nina es ernst meint? Du kennst doch Nina. Die kann nicht ohne mich, ich kann nicht ohne sie. Daran ändert auch so ein bisschen Streit nichts. Ein bisschen ist gut. Ja, das wird schon wieder. Mach's gut. Okay. Hallo. Sieht toll aus. Peter, wäre schön, wenn du in Zukunft fragen könntest, bevor du in unseren Kühlschrank gehst. Du wohnst nicht mehr hier. Das heißt, du bist jetzt ein Gast und Gäste gehen nicht einfach an die Kühlschränke ihrer Gastgeber. Du machst jetzt einen Witz, ne? Du, das Wasser habe ich vorgestern noch gekauft und hier reingestellt. Ja, es geht doch nicht ums Wasser, es geht ums Prinzip. Ja, ums Prinzip mal wieder, klar. Ja, irgendwo muss man den Schlussstrich ziehen. Dazu gehört, dass du klopfst, bevor du reinkommst und dass du fragst, wenn du dir was aus dem Kühlschrank nimmst. Hast du was genommen? Ich habe bis gerade noch hier gewohnt. Bis gerade. Jetzt wohnst du im Gartenhaus. Da gehe ich auch nicht einfach rein und nehme irgendwas aus dem Kühlschrank. Ja, ich habe nämlich auch gar keinen. Du weißt, ob ich das meine. Lass mich raten. Prinzipiell? Mach dich nicht darüber lustig. Du hast jetzt dein Reich, ich habe mein Reich. Du hast dein Leben, ich meins. Soll ich dir mal sagen, wo du dir deine Prinzipien hinstecken kannst? Das ist jetzt wieder unsachlich. Unsachlich? Ich werde unsachlich, weil ich einen Schluck Wasser möchte aus deinem Kühlschrank. Nein, weil du immer unsachlich wirst oder sarkastisch, wenn dir deine Argumente ausgehen. Ich brauche keine verdammten Argumente. Ich brauche einen beschissenen Schluck von deinem kostbaren Wasser. Mann! Deine Dell, kannst du nicht aufpassen? Das ist doch nur Wasser. Und hat deine Zahnarztpraxis keinen Abfluss? So ein Arsch, Peter. Ach ja? Das erinnert mich wieder daran, wo du dir deine Prinzipien hinstecken kannst. Ja, in den Arsch, ich weiß. Aber weißt du was? Du musst doch nie wieder irgendwas hinstecken. Laura, Joshua. Hey! Die Schule schon aus? Ich dachte, ihr wolltet nicht mehr streiten. Wir streiten auch gar nicht, oder? Nein. Wir streiten nicht. Nein, wir streiten nicht. Wir sind jetzt gute Freunde. Wir verstehen uns gut. Ja, wir sind auch immer noch eine Familie. Also streitet ihr euch nicht mehr als Mann und Frau, sondern als gute Freunde? Nein, gute Freunde sein heißt, man darf wieder mit anderen Vögeln. Ach, das ist doch Quatsch jetzt.
So, kannst du das Wasser mitnehmen? Dankeschön. Bitteschön. Sie werden eine hinreißende Braut sein. Dankeschön. Ihr Mann ist wirklich zu beneiden. Danke. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 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 Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lina es ernst meint. Du konntest dir auch nicht vorstellen, dass wir jemals dieses senfgelbe Brautkleid verkaufen würden. Peter meint aber, es sei nur vorübergehend. Tja. Klar. Die beiden sind unsere besten Freunde. Ich meine, die haben doch sowas wie eine Verantwortung uns gegenüber. Meinst du vielleicht, die müssten uns fragen, ehe sie sich trennen? Ja. Ist Papa nicht mehr mit uns? Nee, erstmal nicht. Joshua, iss mal, sonst wird's kalt. Nee, ich hab keinen Hunger. Kann ich hoch? Hey, gibt noch Nachtisch. Nee, danke. Ich brauche einfach ein bisschen länger, bis ich die neuen Sachen programmiert habe. Ein, zwei Wochen, dann habt ihr sie. Ich weiß, dass der Kunde wartet. Ich wurde ein bisschen aufgehalten. Ja, ich beeil mich. Ja, ciao. Klopf, klopf. Nina. Du kommst sicher wegen des Flaschenpfands. Tut mir leid wegen vorhin. Ich habe hier deine Post. Brief vom Finanzamt. Ich denke mal, es ist die zweite Mahnung. Du musst endlich deine Steuer machen. Ja, ja, mach ich. Guck mal, ich habe dir ein paar Wohnungsanzeigen markiert. Ja, und hier ist ein Brief von der Schule. Joshs Mathelehrerin bittet um ein Gespräch. Wieso? Steht nicht drin. Ja, hast du ihn nicht gefragt? Ich komme gerade nicht an ihn ran. Kannst du nicht nach dem Hockey mit ihm reden? Ja, ja, klar. Na? Ah, wir können los. Ja, nicht so schnell, Sportfreund. Ah, da kommt schon die nächste Teilnehmerin. Nee, vergiss es. Deine Schwester ist anscheinend zu feige, die Herausforderung anzunehmen, weil sie genau weiß, dass sie gegen uns keine Chance hat. Okay, ihr Loser, das werden wir doch mal sehen. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los! Nicht geübt, Mensch. Loser. Hab gerade den Boden gesaugt. Okay. Bei nächster Gelegenheit will ich eine Revanche. Hört ihr? Dann habe ich kein Mitleid. Komm, wir schwissen spät dran. Tschüss, Süße. Aufstehen müssen. Ja, ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Es sei denn, der Wurm schläft aus. Wo ist der denn? Der Knips kann nix! Entschuldigung, ja, aber. Ja, sauber, Sören! Super!
Dieser Knirps da ist mein Sohn, ja, und er kann eine ganze Menge. Ja, ja, haben wir ja gesehen, ne? Hey, Großer. Hi. Und, war das super? Nee. Nee? Also nicht gut? Ich fand's spitze. Du warst klasse. Was ist los mit dir heute? Bist du schlecht drauf? Hast du Ärger in der Schule? Deine Lehrerin will mit uns sprechen. Weißt du warum? Nö. Hast du was ausgefressen? Nein. Ein paar Mal nicht aufgepasst. Deswegen Mama und mir? Ach, Josch, ich weiß, dass es nicht leicht ist. Für keinen von uns. Mama und ich, wir haben so eine Art Krise. Das geht aber wieder vorbei. Du musst dir das so vorstellen, wenn man ganz lange nichts am Computer macht, dann erscheint... Der Bildschirmschoner. Ja, genau. Und Mama und ich sind sozusagen gerade in der Bildschirmschonerphase. Irgendwann, da bewegt jemand die Maus oder drückt eine Taste und dann geht's weiter. So lange wohnst du im Garten? Ja, das ist wie so eine Art externe Festplatte. Verstehst du? Warum hast du eigentlich dem Vater vom Sören die Luft rausgelassen? Weil ich ihm eigentlich eine hätte reinhauen müssen. So was macht man aber nicht mehr, wenn man erwachsen ist. Und warum sagt Mama da immer, du sollst endlich erwachsen werden? Ach, das meint die doch nicht so. Live long and prosper. Live long and prosper. Dich lieb, mein Großer. Ich dich auch. Schlaf gut. Gute Nacht. So, wer ist im Bett? Die Zähne geputzt? Volle 3 Minuten. Und? Hast du was rausgekriegt? Nee. Sie hat einen Termin mit seiner Lehrerin ausmachen. Soll ich dir einen Zettel schreiben? Nee, lass mal. Magst du einen Schluck Wein? Ja. Ich hab's ja nicht weit bis nach Hause. Danke. Sag mal, findest du nicht auch, dass manche Bands im Laufe der Jahre immer besser wurden? Welche denn? Die Beatles zum Beispiel. Aber die haben sich auch getrennt. Sind nicht mehr zusammengekommen. Aber nur weil Lennon erschossen wurde. Peter. Ich mag das nicht, wie du ach Peter sagst. Das klingt immer so wie... Wie denn? Als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin nur ein dummer Junge. Oh, ja, genau. Das meine ich. Tut mir leid, Eva. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Lust mehr, mich mit dir zu streiten. Nein. Ich weiß, das ist nicht einfach für dich. Moment mal, nicht einfach für mich. Ist es denn einfach für dich? Nein, aber immerhin musst du nicht ausziehen. Ja, weil du das Haus geerbt hast. Aber jetzt mal ehrlich, findest du wirklich, dass unsere Trennung für dich einfacher ist als für mich? Ich will das jetzt wissen. Ja, vielleicht. Weil ich einfach schon länger drüber nachgedacht habe. Ach ja? Und wie lange genau? So ungefähr? Na komm, sag schon. Wir sind Freunde, da kann man ruhig ehrlich sein. Oh.
Ungefähr. Ja. Ja, so. So ein Jahr. Ein Jahr schon? Sogar ein bisschen länger. Ja, ich auch. Mindestens so lang. Ja, da fing ich nämlich auch an zu überlegen, Mensch, Peter, ist das jetzt alles, was du vom Leben erwartest? Bist noch jung, kannst du noch was anderes anfangen und so, weißt du? Ich fände es wirklich toll, wenn wir das hinkriegen würden, ohne uns gegenseitig zu zerfleischen. Schon wegen der Kinder. Ach, Peter. Nina, entschuldige, mein Kaffee war. Bist du aus? Ja. Mit wem? Kerstin? Oder mit einer anderen Freundin? Nein. Ich habe ein Date. Ein Date? Mit wem denn? Das geht dich nichts an. Ich habe nur gefragt, aus Interesse. Torben. Torben? Ja, Torben. Und wo sind Laura und Josh? Übernachten beide bei Freunden. Aha. Und wo geht ihr hin? Du und Torben? Kino? Essen? Wir gehen was essen. Würdest du jetzt bitte wieder... Ah, ich mach schon auf. Nein, tust du nicht. Das mach ich gerne. Hey, nein! Das ist kein Problem. Sie müssen Torben sein. Ich bin Peter. Hallo. Hallo. Hi. Torben, Peter. Ziehst du die Tür zu, wenn du gehst? Willst du nicht eine Jacke mitnehmen? Das kann frisch werden. Geht schon. Ah, nimm dir mal was mit. Ist wirklich frisch. Bin gleich wieder da. Sie verkühlt sich so leicht. Der Nacken. Zuch. Ja, ja. So ist das. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich bin Zahnarzt. Nina hat meine Praxis neu eingerichtet. Sie ist wirklich eine tolle Innenarchitektin. Ach, der Zahnarzt. Wo geht ihr denn essen? Ich kenne da einen kleinen Italiener. Wirklich? Das ist ja lustig. Was? Dass man immer einen kleinen Italiener kennt. Niemand würde sagen, ich kenne einen großen Italiener. Ach so. Ja, das stimmt wohl. Wahrscheinlich wegen der Romantik. Ach ja, richtig. Es ist ja ein Date. Ich glaube, Nina hat seit 20 Jahren kein Date mehr. Sie ist bestimmt aufgeregt. Und dann gleich ein Zahnarzt. Tja. Ach übrigens, sie sitzt nicht gerne mit dem Rücken zur Tür. Es könnte ja ein Massenmörder reinkommen. Und bloß nicht für sie mitbestellen, dann fühlt sie sich bevormundet. Aber die Autotür unbedingt für sie aufhalten, das findet sie charmant. Und sprechen Sie Italienisch? Bisschen. Okay, dann bloß nicht mit dem Kellner Italienisch sprechen, weil wir finden das, also Nina findet das affig. Hatte ich auch nicht vor. Oh. So, bin ich hier. Da bist du ja schon, Schatz. Ups, Schatz, ist eine alte Gewohnheit. Darüber reden wir noch. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, ihr zwei. Okay, dann. Tut mir leid. Er war plötzlich da. Mach doch nichts. Wird doch. Früher oder später hätte ich ihn so oder so kennengelernt. Wohin gehen wir denn? Ich kenne dann Italiener. Schön. Matchball, 10 zu 3. Ja, nun mach. Yes! Und
Und du hast Nina einfach mit diesem Typen gehen lassen? Ach, der ist völlig harmlos. Und wenn nicht? Nina hasst Zahnärzte. Ich verkneife mir jetzt mal alle Witze, die mir zum Thema er hat gar nicht gebohrt einfallen. Ja, ja. Dass sie damit Graf Zahn essen geht, hat nichts zu bedeuten. Und dass sie dich rausgeschmissen hat, das hat natürlich... Sie hat mich nicht rausgeschmissen, ich bin ausgezogen. Vorübergehend? Ja, vorübergehend. Ach, komm schon. Bestimmt hast du recht und ist alles ganz harmlos. Ja, sag ich doch. Muss schließlich nicht alles stimmen, was Nina Kerstin so erzählt. Was erzählt Kerstin? Ja, da klang das schon irgendwie ernster, so nach richtiger Trennung. Das ist doch Quatsch. Kennst doch die beiden. Alles problematisieren oder dramatisieren. Das sind Frauen. Dann kommt ihr also wieder zusammen? Und du ziehst wieder rüber? Wir sind verheiratet und haben Kinder. Ja. Ihr habt Kinder. Wenn Kerstin mich verlassen würde, dann müssten wir uns nur um den Laden streiten. Du hast ein Coldpack in der Hose? Sag nichts. Angeblich regt das die Spermaproduktion an, wenn die Eier gekühlt werden. Alter. Wenn wir nicht bald schwanger werden, dann weiß ich auch nicht. Kerstin ist völlig fixiert. Und du? Ich kann es mir vorstellen. So mit Kind. Dranbleiben, hm? Klar. Mann, ich wäre echt froh, wenn mit euch beiden bald wieder alles im Lot wäre. Ihr fehlt mir. Mir fehlen wir auch. Warte. Du bist einfach nur zauberhaft, wenn du was getrunken hast. Du bist zuckersüß, liebreizend und wahnsinnig sexy. Das habe ich mir doch gedacht, dass ich ein Auto gehört habe. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hattet ihr einen schönen Abend? Du hast getrunken. Sie ist so süß, wenn sie was getrunken hat, ne? Ja, ich glaube, ich gehe dann mal. Nein, du gehst nicht, mein... Wieso, er will doch. Ist auch schon spät. Nina, ich ruf dich morgen an. Jetzt komm erst mal rein, ist so kalt, Mensch. Tschüss, Tom. Den Schlüssel. Welchen Schlüssel? Ja, welchen Schlüssel? Den Schlüssel von dem Haus, in dem ich mit unseren Kindern wohne. Und in dem ich ein Leben lebe ohne dich. Peter, ich finde das nicht komisch, dass du jeden Augenblick reinplatzt. Wir sind kein Paar mehr. Wir sind getrennt. Ich meine, ich brauche eine Privatsphäre. Die habe ich nicht, wenn du hier jeden Augenblick rein und raus marschierst. Verstanden. Echt? Ja. Wie war dein Abend? Schön. Aber jetzt auch nicht irgendwie ernst, oder? Es war nur ein Abend. Okay.
Morgen. Morgen. Peter, ich will den Schlüssel. Das ist also deine Vorstellung von Privatsphäre. Vögeln mit Thorsten. Tom. In meinem Morgenmantel. Du wolltest den wegschmeißen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Als hätte ich geahnt, dass ich noch jemand brauchen kann. Ein notgeiler Zahnarzt zum Beispiel. Ist er eigentlich gleich gestern Nacht zurückgekommen? Nein, ich habe ihn heute Morgen angerufen. Hab gesagt, Tom, ich entschuldige mich für den Auftritt meines Ex-Mannes und die Kinder sind den ganzen Tag unterwegs. Komm vorbei und fick mich. War der Subtext, ja? Mein Gott, Nina, der Typ ist doch mindestens 20 Jahre älter als du. Fünf. Ei, da kommt er ja, der Meister. Ist doch super gelaufen gestern Abend, ne? Gleich beim ersten Date Vollzug. Peter, das war weder unser erstes Date noch unser erstes Mal. Tom. Ist doch wahr. Ich meine, wir sind doch alle erwachsen. Und dein Ex-Mann... Ehemann. Wir sind immer noch verheiratet. Dein von dir getrennt lebender zukünftiger Ex-Mann wird die Wahrheit schon verkraften. Peter, Nina und ich, wir kennen uns schon etwas länger. Wir lieben uns. Und ich würde mich freuen, wenn wir beide auch irgendwann irgendwie sowas wie Freunde... Mhm. Ups. Früher oder später? Ich hasse das. Ja, wir müssen auf alle Fälle versuchen, sie zu beruhigen. Das ist eine ganz schwere Phase in so einer Trennung. Jede Verletzung muss vermieden werden. Nur so können die Getrennten eine harmonische Zukunft realisieren. Geht klar. Ganz wichtig ist, man darf als befreundetes Paar keine Seiten beziehen, sonst importiert man den Beziehungskonflikt der Freunde in die eigene Beziehung. Okay, neutral bleiben. Und wenn Sie über den Ex-Partner schimpfen, reden lassen, aber nicht in Ihren Aggressionen bestärken. Geht klar. Sondern versuchen, um Verständnis für die Position des jeweils anderen zu werben. Geht klar. Was sagst du? Er wäre so oder so eifersüchtig, egal wenn du einen neuen hast. Gibt ja nicht sowas wie eine Trauerzeit. Ich meine, ist doch keiner gestorben. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Brauchst du nicht. Nina? Und wie ist es so mit Tom? Du bist echt. Was hast du dazu? Was eine Schlampe. Ja, findest du auch, ne? Klar bin ich ganz bei dir. Es gibt ja sowas wie eine Trauerzeit. Es ist ja so, als wärst du tot und es würde rumvögeln, wenn dein Körper noch warm ist. Ja, ja. Der Typ hat meinen alten Morgenmantel an. Das muss man sich mal vorstellen. Nina gibt ihrem neuen Dings, Bums, meinen alten Morgenmantel. Was eine Schlampe. Ja. Und? Ich habe Peter gesagt, dass er mit Nina nicht mehr zusammen ist und dass er akzeptieren muss, wenn sie jemand anderen trifft. Und du? Ich habe Nina gesagt, dass sie auf Peters Gefühle Rücksicht nehmen muss. Er hat sich innerlich noch nicht gelöst. Sie muss ihm Zeit geben. Gut. Aua. So, jetzt ist es also endlich raus. Aua. So. Was? Das mit Torben. Ach, du wusstest das? Mama hat sich für über 200 Euro neue Unterwäsche gekauft. Wofür wohl? Oh. In meiner Klasse sind fast alle Eltern geschieden oder getrennt. Und alle leben noch. Irgendwie. Das ist sehr tröstlich, Süße. Danke. Kann ich dein altes Zimmer haben? Du brauchst es doch jetzt nicht mehr. Ja. War das ein Ja? Ja. Mach, was du denkst. Okay. Mama lässt übrigens ausrichten, dass Torben heute Abend zum Essen kommt. Sie meint, es wäre vielleicht besser, wenn du nicht da wärst. Ja, dann wünsche ich doch guten Appetit. Kommst du damit klar? Ich? Machst du Witze? Ich bin noch erwachsen. Bei uns um die Ecke ist eine Wohnung frei geworden. Boah, ich lass mich doch nicht aus meinem Haus vertreiben. Das bist du schon. Nein, eben nicht. Ich bin immer noch ein Teil der Familie. Ich lebe immer noch mit Nina, Laura und Joshua zusammen. Nur eben ein bisschen abseits. Wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen. Das Pferd ist nicht tot. Es riecht höchstens ein bisschen komisch. Ja, sehr gut, Joshua. Weiter! Schau, Sören!
denn was? Nein. Schaff den Affäre an. Was? Ja, das ist wie im Kalten Krieg. Wenn ein Land Atomraketen hat, braucht das andere Land auch welche. Gleichgewicht des Schreckens. Du meinst, ich soll Nina eifersüchtig machen? Wir sind noch nicht im Kindergarten. Willst du sie wieder haben oder nicht? Wo soll ich denn bitte schön auf die Schnelle eine Frau herkriegen? Ich bin seit über 15 Jahren raus aus dem Geschäft. Jetzt komm, aber du bist ein Single-Mann in den besten Jahren. Eine wandelnde Marktlücke. Da draußen ist ein Meer voller Möglichkeiten. Du musst nur reinspringen. Apropos, ich muss los. Eisprungalarm. Irgendwann muss ja klappen. Wenn das Pferd kommt, sollte man absteigen. Das Pferd. Und wie fandest du es heute? Naja. Wie naja? Ich finde, du wirst immer besser. Warte mal ab, noch 2-3 Mal und dann macht doch der Sören keine Schnitte mehr. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. So ein verdammtes... Werd bitte nie so, hörst du? Ich schätze, jetzt seid ihr quitt, was? Ja. Kommt, könnt bei meiner Schwester und mir mitfahren. Echt? Klar. Das war super, danke. Was ist los, Joscha? Nun komm. Du programmierst Computerspiele? Ja. Yep. Cool. So Ego-Shooter? Du machst dich Blutspritzt und man so Zombies und Aliens abknallen muss? Nee, ich programmiere eher Sachen ohne Blut und Aliens. Ach, macht ja nichts. Kann ja noch werden, nee, ne? Vorsicht! Hast du einen Hund? Hä? Nee. Ich bin nämlich Hundefriseurin. Also eigentlich. Momentan suche ich einen Job. Wir haben nur ein paar Wasserschildkröten. Blöd für mich. Nehmen ja gar keine Haare. Den frisieren, verstehst du? Ja, hier links. Wow, du fährst echt sportlich. Danke. Hier wohnt ihr? Ja. Schick. Papa wohnt hinten im Gartenhaus. Ach. Ja, ich hab da mein kleines Domizil. Stress mit deiner Frau? Ich? Ach, Quatsch. Heute Abend kocht Mamas neuer Freund. Ja, so ein bisschen Stress. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Hey. Ich heiße übrigens Nadine. Peter. Na komm, Josch, du musst noch duschen vorm Abendessen. Lust mit Torben zu essen. Kann ich verstehen. Ich mag den nicht. Soll ich dir was sagen? Ich mag ihn auch nicht. Aber was ist, wenn Mama ihn mag? Dann mag ich ihn immer noch nicht. Okay, pass auf. Erstens, egal mit wem Mama ausgeht, du wirst ihn nicht mögen. Weißt du warum? Nee. Na, weil niemand so cool ist wie Papa. Und zweitens, ich werde auch niemanden mögen, mit dem Mama ausgeht. Weißt du warum? Weil er mit Mama ausgeht. Hast du sie denn immer noch lieb? Ja, na klar. Und das bleibt auch. Das bleibt. Mama und ich, Laura und du, das bleibt. Es ist eben jetzt nur ein bisschen anders. Mit Tor. Ja, aber den werden wir auch wieder los. Oder? Na los, komm schnell. Ja.
eigentlich auch irgendeine Übung für Männer? Klar. Die hast du gerade gemacht. Was ist? Spürst du schon was? Ja. Meine Bandscheibe. Da hat irgendwas geknackt. Scheiße. Was ich da? Geht's? So schlimm? Soll ich einen Arzt holen? Nein. Das ist nicht der Rücken. Das ist... Ich weiß. Ja! Nina! Warum sagst du Josh sowas? Was denn? Dass du Torm nicht leiden kannst. Dass ihr ihn wieder loswerdet. Dass du viel cooler bist als er. Wieso? Ich hab doch nur... Peter, bitte. Hetz die Kinder nicht gegen Torm auf. Entschuldige bitte, aber ich hatte den Eindruck, dass Josh ganz von selbst drauf gekommen ist, den doof zu finden. Klar. Komm, Peter. Ja, okay. Danke. Nina! Das fühlt sich alles so falsch an. Vielleicht ist es am Anfang so. Ja, aber vielleicht fühlt es sich auch falsch an, weil es falsch ist. Wir haben ja nur an unsere Bedürfnisse gedacht. Haben wir zu egoistisch? Ja, wir dürfen unsere Bedürfnisse auch nicht verleugnen, sonst wären wir unglücklich. Aber es ist verwirrend. Na, glaubst du nicht, dass wir beide, du und ich, vielleicht doch? Wenn man pünktlich ist. Und mein Lammkarree wirst du auch lieben. Hast du ihm nicht gesagt, dass ich Vegetarierin bin? Doch, hat sie ihm gesagt. Es gibt auch Pfifferlingsrisotto. Okay, erster Test bestanden. Puh. Du, was ich da vorhin über Torben gesagt habe, das war nicht fair. Mama will, dass ich nett zu ihm bin. Ja, und ich will das auch. Aber warum denn? Weil, weißt du, wenn man verliebt ist, dann muss man manchmal Dinge tun, die andere total verrückt finden. Die keiner versteht. Vielleicht ist es genau das, was die Liebe ausmacht. Du siehst aus, als würdest du gleich flennen. Oder kotzen? Nadja? Knapp daneben. Nadine. Entschuldige, ja. Du hast das hier in meinem Auto vergessen. Mensch, super, ich hab das schon überall... Ein unfreundlicher Typ hat angerufen. Er meinte, du sollst unbedingt mit den Dateien rüberkommen. Du bist da rangegangen? Ja klar, hätte doch wichtig sein können. Und von einem Bohrer soll ich dir sagen, spring ins Meer, du Idiot. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, das ist auch nicht so wichtig. Danke.
Oh, das ist scheiße, was? Wow, das ist, wir gehen da ganz erwachsen mit um. So ist das Leben. Also, es ist ein Kommen, es ist ein Gehen. Besitzansprüche sind doch für Spießer. Hm, finde ich cool. Wie alt bist du eigentlich? 40. Ich mag alte Männer. Ja? Ja. Und ganz nett ist er auch. Es freut mich, dass du das sagst. Also von mir aus ist er im Recall. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag. Komm an. Morgen. Morgen. Wo ist denn das Auto? Das Auto? Hast du ein Problem pflücken? Ist der ganze Kratz? Ja, nein, ich... Ist das da ein Knutschling? Das ist doch Quatsch. Wieso? Das Auto, da steht da noch am Hockeyverein. Hi, ich bin Nadine. Hi. Ich find's echt cool, wie ihr beide mit der ganzen Situation umgeht. Kann ich duschen? Ja, klar, das gleiche hier vorne. Okay. Wir müssen bei Gelegenheit über die Nutzung des Autos reden. Machen wir. Oh, das ist voll geil! Wie jung war die denn? Vollkommen dellenfrei. Ich hasse sie. So ein saublödes Klischee. Vögelt der so eine blonde Tusse, deren Horizont am Lidstrich endet. Klassische Transition Girl. Was? Übergangsmädchen, also für zwischendurch. Nach so einer Trennung muss man eben erstmal sein Ego so ein bisschen aufpolieren. Würden wir doch auch nicht anders machen. Aber nicht mit sowas. Was hast denn du erwartet? Ich habe nicht erwartet, dass es so scheiße wehtut. Du hast dich entschieden, Nina. Und jetzt musst du auch dazu stehen. Ja. Habe ich dir doch gesagt, dass dir das gut tun wird. Guck mal, du legst dich sofort ganz anders. Ach, Quatsch, das ist der Muskelkater. Und Nina, was hat sie gesagt? Nicht viel. Sie hat mir so geguckt, so verletzt. Fang jetzt bloß nicht an, Mitleid zu kriegen. Naja, aber... Du wirst sehen, bald kommt sie räumlich wieder angekrochen. Na, ich weiß nicht. Was mit der Kleinen? Dieser... Nadine? Keine Ahnung. Sie meinte, wir telefonieren. Alter... Hast du ein Glück? Du hast ein junges Ding, das dich als Sexobjekt benutzt und anschließend verabschiedet sich die Dame einfach. Kein Stress, keine Verpflichtungen, kein... Wir müssen heute miteinander poppen, weil ich meinen Eisprung habe und dieser ganze Scheiß. Ist was Neues von der Reproduktionsfront? Nee. Glaub bloß nicht, dass Kinder erst dann Stress machen, wenn sie auf der Welt sind. Meine schaffen das schon vor der Empfängnis. Dranbleiben, ne? Ich darf einen so ein bisschen Teenie-Gebumse nicht provozieren. Ja. Du bist Torben. Einen richtigen erwachsenen Mann, der zu dir passt. Ja. Torben ist zuverlässig. Oh, der ist so ordentlich. Der ist nicht so unreif. Hi. Na, wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut. Gut. Nina, wegen heute Morgen. Das... Alles okay. Ist mir keine Rechenschaft schuldig. Ist alles gut. Ist alles gut? Ja. Dein Reich. Mein Reich. Ich habe übrigens einen Termin für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Ludwigstraße für dich ausgemacht. Ach. Mit Balkon. Erstaunlich günstig. Hier, Adresse und Leitung. Danke. Bitteschön. Ja, für dich. Finanzamt. Steuer hast du aber gemacht, oder? Ja, klar. Meine, irgendwann verstehen die keinen Spaß mehr. Ja, Fischer? Ja, hallo.
was gemacht? Und das hat wirklich Joshua? Ja. Alleine? Ja. Wie ist denn der da hochgekommen? Der hat sich nach dem Unterricht eine Leiter aus dem Hausmeisterschuppen ausgeliehen. Ist clever, ihr Sohn. Ja, und anscheinend auch ziemlich verknallt. Mann, wenn ich 20 Jahre jünger wäre. Mich würde ein Typ mit sowas beeindrucken. Okay, 25 Jahre jünger. Ich hatte keine Ahnung. Lisa, die ist nett. Sie spielt doch Hockey im gleichen Verein wie Joshua. Ich bin so ein Idiot, dass ich das nicht... Die geht in die Parallelklasse. Dann bin ich wohl auch ein Idiot. Wo ist er denn jetzt? Als ich ihn erwischt habe, ist er abgehauen. Mist. Wenn Sie ihm nicht sagen, dass Sie es von mir wissen, er sitzt da hinten bei der Mülltonne und beobachtet uns. Er ist schon seit ein paar Wochen so komisch. Haben Sie eigentlich meinen Brief nicht bekommen? Doch. Ich wollte auch die ganze Zeit machen. Na gut, ich dachte schon, ich hätte vergessen, ihn abzuschicken. Ich muss endlich mal anfangen, mir das aufzuschreiben. Diese kleinen Klebezettel, die sind ganz nützlich. Ich weiß. Mein Ex-Freund hat mir die ganze Wohnung damit zugepflastert. Denk an dies, denk an das. Was passiert denn jetzt? Naja, das Kollegium wird morgen früh Joshuas Werk sehen. Der Direktor wird fragen, wer es war. Er wird es herausfinden und ihr Sohn wird von der Schule fliehen. Und da kann man gar nichts machen? Doch. Aber Sie sollten zuerst mit Ihrem Sohn reden. Yep. Du hast gesagt, dass man ruhig auch verrückte Dinge tun kann, wenn man verliebt ist. Das soll ich gesagt haben? Ja. Ja, das stimmt, das habe ich gesagt. Wie ist sie denn so? Wer? Lisa. Sie ist... Wow! Du kennst doch das Gefühl, wenn man bei einem Computerspiel ein Level 100 Mal spielt und es nie schafft. Ja, klar. Und dann auf einmal kommst du durch. Ja. Genauso fühle ich mich jedes Mal, wenn ich Lisa sehe. Okay, ich verstehe. Und sie? Sie mag dich auch? Keine Ahnung. Das ist alles so kompliziert. Das ist leider immer. Jetzt werde ich wohl großen Ärger bekommen, was? Nein. Aber ich fürchte, du musst dir was anderes einfallen lassen, um Lisa zu beeindrucken. Sehr schlimm. Liebe ist wirklich verdammt kompliziert. Warum kann man nicht einfach sagen, hey, du gefällst mir? Weil so viel auf dem Spiel steht? Oder weil man Schiss hat, dass der Traum von der Liebe platzt, wenn man sich eine Abfuhr einhandelt? Solange man nichts sagt, bleibt schließlich noch die Hoffnung. Seitdem wohnst du im Gartenhaus? Ja. Du spinnst doch. Wieso? Dann kann ich mich um die Kinder kümmern. Du spinnst. Warum hast du keine Kinder? Hat sich eben noch nicht ergeben. Außerdem wäre mir das viel zu viel Verantwortung. Wieso hast du mir eigentlich geholfen? Ich finde, man sollte niemanden bestrafen, nur weil er verliebt ist. Das stimmt. Aber sag mal, als Mathelehrerin, da kennst du dich doch mit Zahlen aus. Ja, und? Auch mit Steuererklärung? Nee.
Echt nicht? Echt nicht. Ist auch nicht so wichtig. Und du hast wirklich nichts Besseres vorgehabt in so einem Abend? Doch, natürlich. Zu Hause wartet Jack Bauer auf mich. Der ist 24. Hm? Mein Kater. Dein Kater heißt Jack Bauer? Klar. Hier wohne ich. Du und Jack. Genau. Der passt auf mich auf. Mhm. Tja, dann. Ich heiße übrigens Julia. Peter. Ciao. Tschüss. Unbedingt willst. Cool. Mach ich gern. Na? Was gab's denn heute Gutes? Auch nur ein bisschen Minestrone Genovese. Also mit grünem Pesto und ein bisschen frischen. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Peter? Ich kann das wirklich gut verstehen, dass du nicht so gut auf mich zu sprechen bist. Ach, echt? Ja. Das war keine Frage, Torben, das war Sarkasmus. Ach, echt? Ja, ich weiß. Und? Kommt noch was? Ich liebe Nina. Seit meiner Scheidung, und das ist schon eine Weile her, ist sie die erste Frau, die ich wirklich liebe. Das ist nicht einfach nur eine Laune oder was. Ich würde mich freuen, wenn wir beide, wenn wir keine Feinde sind. Das war's? Keine Umarmung oder sowas? Mensch, Torben, sei doch nicht so steif. Komm mal her, Kumpel. Mensch! Genovese, ja. Bestellt. Yep. Ist aber trotzdem noch ausgeliehen. Ja, und jetzt? Ah, Andi. Hi, Julia. Peter. Mad Men, die neue Staffel? Ja, willst du wissen, wie die ausgeht? Untersteh dich. Okay, also Don Draper und Peggy Olsen haben dieses unglaublich geile Ding am Laufen und versuchen es zusammen. Noch ein Wort und ich werde echt sauer. Zurück? Ja. 8 Euro, bitte. Okay. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Ich komme gleich wieder. Ja, das macht ja nichts. Dann zahle ich. Schweigegeld. Acht, ja. Acht, Danke. Der Typ geht also bei euch ein und aus und du tust dir das alles an? Was soll ich machen? Ja, wenn das Pferd tot ist. Oh, danke. Das habe ich schon mal gehört. Liebst du deine Frau noch? Ich ziehe die Frage zurück. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so große Lust, über deine Beziehungsprobleme zu reden. Gut, reden wir über deine. Ja, und dann kam Björn, ein Kollege, Deutschsport, mit dem habe ich 2 Jahre zusammen gewohnt. Und dann wollte der Kinder und ich bin abgehauen. Wieso? Kinder sind doch toll. Ich war eben noch nicht so weit. Ich war mir nicht sicher, ob ich Kinder mit Björn wollte. Okay. Ja, und dann kam Viktor. Nee, warte mal, vorher war ich noch mit Alex zusammen. Genau. Der sah aus wie Kurt Cobain. Okay. Vor oder nach der Schrotflinte? Kopf war noch dran, aber Hirn war schon draußen.
Ja, und Viktor war verheiratet und alles ging so lange gut, bis er sich scheiden lassen wollte. Wegen mir. Verantwortung ist nicht so deins, ne? Also dann? Darf ich? Hast du morgen schon was vor? Nö. Gut. Was meinst du mit du hast da irgendwas gespürt? Ja, so wie ich sage, plötzlich war hier so ein Gefühl. Bist du dir da sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich weiß auch nicht, wie ich dir das jetzt erklären soll. Es fühlt sich eben ganz anders an. Glaub's mir einfach. Und was ist, wenn du dich schon wieder getäuscht hast und es... Bora, es gibt keinen medizinischen Grund, warum es nicht endlich mal geklappt haben sollte. Ja. Wir hätten gerne einen Schwangerschaftstest. Ein Schwangerschaftstest? Jetzt? Ja. Sie brauchen dringend einen Schwangerschaftstest? 3 Stunden nach Ladenschluss? Weil das bis morgen keine Zeit hat. Ja, verdammt! Haben Sie irgendwas an den Ohren, dann spüre ich Ihnen gerne irgendein Mittel. Du bist ganz schön gereizt, Schatz. Ja. Könnte aber ein gutes Zeichen sein, oder? Was soll denn das jetzt heißen? Nix, nur so. Wir haben 3 verschiedene Schwangerschaftstests. Wetten, wir kennen die alle. Einen für 9,99, einen für 12,80 und einen im Doppelpack für... Doppelpack. Den hier. Stimmt's immer? So, in einer Minute wissen wir Bescheid. Oh. Wieso? Ich hab Schiss, dass wir schon wieder auf so einen Test glotzen und da einfach kein Strich erscheint. Und eines Tages wirst du mich wegen dieses fehlenden Strichs verlassen. Wie kommst du nur auf sowas? So ein Gefühl. Hier. Ich will ein Kind. Ja. Unbedingt. Aber nicht irgendeins, sondern eins von dir. Weil du der Mann bist, den ich liebe. Auch ohne Kind? Zur Not auch ohne Kind. Boah. Was hast du denn um die Ohren? Meine Steuer zum Beispiel. Das bleibt jetzt alles an mir alleine hängen. Geht jetzt schon seit Wochen so. Habe ich dir irgendwas getan? Ist es, weil wir diese Pärchenabende hatten mit Nina und diesem, wer heißt er nochmal, Torben? Ach. Also man könnte ein bisschen die Falten drunter weniger machen. Kerstin hat darauf bestanden, dass ich mitkomme und du... Weißt du, wie sie ist, wenn man nicht tut, was sie sagt? Ja, allerdings. Ich muss dir unbedingt was sagen. Ein andermal, okay? Und mach dir keine Sorgen, ich bin wirklich nicht sauer. Moment mal. Steckt da eine Frau dahinter? Da steckt eine Frau dahinter, das stimmt. Nächste Woche klappt's bestimmt. Hallo. Ey, guck mal, die Sander. Drei Milliarden Frauen laufen da draußen rum und mein Erzeuger muss ausgerechnet mit meiner Mathelehrerin vögeln. Das ist so peinlich, echt! Okay, was ist denn passiert? Auf offener Straße hat er mit der Sander rumgeknutscht. Macht ihr das eigentlich absichtlich? Hasst ihr mich? Nein. Ihr seid doch alle so bescheuert. Ich hasse euch!
Scheiße. Nieder. Ihr seid so krank. Laura, Josh. Josh, es ist... Wir können das erklären. Oh, Scheiße. Seid ihr jetzt wieder zusammen? Nein. Oh mein Gott, ey. Mama hatte den Schlüssel drinnen stecken gelassen und da habe ich, also haben wir... Das ist so eklig. Nina? Oh, Scheiße. Nina. Scheiße. Sie ist hier, Torben. Oh, Laura, bitte. Soll ich Frau Sander anrufen? Vielleicht hat die ja auch noch Zeit. Laura, bitte. Wieso Frau Sander? Die Vögelpapa auch. Ich habe frische Meerkornbröt. Vertrag doch kein Bier. Und dann ist es irgendwie passiert. Ich weiß nicht, wie oder warum. Ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern. Es tut mir wirklich leid. Ich verstehe auch, dass du sauer bist. Aber wir bleiben doch trotzdem Freunde, oder? Komm! Ich kann mir kein Brötchen sowieso nicht leiden. Hallo, Frau Sander. Hör mal, das ist aber jetzt nicht dein Ernst, dass du dich ja nichts mehr erinnern kannst, oder? Oh, Peter, bitte. Mann, das hätte nie passieren dürfen. Wir sind schon dabei. Ich meine, wir sind immer noch verheiratet, Mann und Frau. Und wir haben es getrieben. So what? Für dich, meine Mathelehrerin. Julia! Sag mal, Peter, du bist so ein Arschloch. Julia? Scheiße. Seid ihr jetzt wieder zusammen? Nein. Also ich gehe jetzt zur Schule. Werdet mal erwachsen. Ja, Julia, ruf mich doch bitte zurück, ja? Tschüss. Du bist dermaßen. Ja, ich weiß. Sex mit dem Ex, ich meine... Nina. Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Warum hast du mir denn von dieser Julia nichts erzählt? Boah, jetzt fang du nicht auch noch an, bitte. Schon wieder Mailbox. Ja, und wenn du wieder mit Nina zusammenkommst? Ich habe seit langer Zeit mal wieder das Gefühl, dass es ein Leben nach der Nina-Ära geben könnte. Was Neues, Aufregendes. Verstehst du? Du bist ja nicht zu Peter zurück, oder? Nein! Nein. Es war nur ein Ausrutscher. Julia ist anders. Wir haben echt Spaß miteinander. Sie lacht über meine Witze. Hat Geschmack, hört die richtige Musik. Hey, 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 langsam werde ich ein bisschen eifersüchtig. Sie ist auch total unorganisiert und chaotisch, aber... Selbst das gefällt mir an ihr. Plötzlich bin ich derjenige, der an alles denken muss. Du? Ja. Ich bin verliebt. Mann, ist doch toll. Nee, es ist nicht toll. Ich Idiot habe einen Riesenfehler gemacht. Dann musst du jetzt endlich mal klar Schiff machen. Ja, du musst ein Zeichen setzen für dich und für Torben. Und für Peter. Ja. Ja, du hast recht. Hallo, Kerstin. Peter, ich will die Scheidung. Okay. Auch wenn sie danach ans andere Ende der Welt zieht. Ist doch egal. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und das ist wirklich egal. Ich hab's verbockt. Du aber auch. Mama und mit der Sander. Ja. Meinst du, das ist irgendwie genetisch oder so? Ich hoffe nicht. Was ist jetzt eigentlich mit der Bildschirmschonerphase? Ja, so wie es aussieht, spielen wir beide ein ganz neues System auf. Jeder für sich. Okay. Okay. Denke schon. Komm mal her, Großer. Ja, hallo Julia.
Das ist jetzt mein 4000. Anruf auf deiner Mailbox. Ich habe dich um Verzeihung gebeten, ich habe gebettelt, ich habe geflucht. Und du hast 4000 Mal nicht zurückgerufen. Du fehlst mir. Und ich vermisse dich. Es gibt nur eins, was ich dir noch nicht gesagt habe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Habe ich nie geleugnet. Außerdem bin ich ein Idiot, ein Hornochse. Und ein Arsch. Ja. Das wirst du morgen aber gleich wieder wegmachen müssen. Auf keinen Fall, das bleibt dran. Wir müssen mich einlochen. Wo warst du? Du musst mal raus. Warum hast du nicht zurückgerufen? Mein Handy hier vergessen. Wieso hast du mich angerufen? Ein, zweimal. Wie kann man denn sein Handy vergessen? Ist eben nicht jeder so super organisiert wie du. Gefällt's dir? Schön, dass du bist. Danke. Wenn Torben jetzt hier einzieht, dann kann ich doch die Gartenhütte kriegen. Oh, vergiss es. Ach komm schon. Ich bin bald ein Scheidungskind. Mit mir muss man sensibel umgehen. Kannst du überall nachlesen? Hey, lass sie doch, Nina. Ich denk drüber nach. Ist der Wagen leer, dann sind wir jetzt dran. Ja, hier ist der Schlüssel. Okay. Finanzamt? Ja. Du hast deine Steuererklärung. Meine Steuererklärung. Das ist gar nicht so kompliziert. 3 Tage und 3 Nächte hat er dafür gebraucht. Und hat gejammert und gestöhnt dabei. Aber du hast ihm schon dabei geholfen. Ich? Danke. Hey, Josh, was steht an? Hey, ihr habt doch gesagt, dass wir jetzt alle eine Familie sind und zusammenhalten. Ja, klar. Was ist denn passiert? Lisa fliegt heute nach Australien. Dann sehe ich sie vielleicht nie wieder. Ich habe einen Plan, aber der funktioniert wirklich nur, wenn ihr mir alle helft. Okay, ich bin dabei. Wie sieht's bei euch aus? Kommt ein bisschen drauf an. Also, ich bin auch dabei. Okay, super, danke. Ich auch. Also, wir gehören ja auch irgendwie zur Familie. Ja, auch wenn wir wohl demnächst ein eigenes haben werden, so wie es aussieht. Ihr seid... Echt? Ende dritter Monat. Warum sagt ihr denn nichts? Nein, das hat so viel mit euch selbst. Hallo. Ja, was sollen wir machen? Bist du ganz sicher, dass sie hier drüber fliegt? Ganz sicher. In genau 2 Minuten. 2 Minuten? Da müssen wir uns beeilen, sonst schaffen wir das nicht. Ja. Und woher weißt du, dass Lisa aus dem Fenster schaut? SMS. Aber vielleicht wirst du nie erfahren, ob sie es gesehen hat. Mir egal. Aber er hat es ihr gesagt und das ist die Hauptsache. Ja, genau. Ich bin 40 Jahre alt und habe die Hälfte meines Lebens mit Nina verbracht. Sie wird immer ein Teil von mir bleiben.